Meine lieben Freunde, ich möchte Ihnen heute hier an dieser Stelle noch einige sehr interessante Bilder von Aliens, die man in Ägypten und bei den Sumerern findet, wenn man deren Aufzeichnungen spiegelt. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, schaut auf meine Webseite, selbstverständlich ist klar, aber hier geht es jetzt im Moment nur, dass ihr euch diese Bilder anguckt. Das ist also eines dieser Bilder, und zwar man findet dieses Bild in Kairo. Das wurde dann gespiegelt und wenn man jetzt genau hinguckt, sieht man da einen Raumfahrer, aber einen Raumfahrer mit einer ganz anderen Struktur des Kopfes. Schaut euch genau das hin, genau hin, was da noch zusätzlich zu sehen ist. Und es hat den Anschein, als ob sein Raumfahrtanzug mit Flüssigkeit gefüllt ist. Und diese Flüssigkeit scheint ihm, im Prinzip ist es die Umkehrung von dem, was wir haben hier auf der Erde. Wir müssen uns von außen schützen, vor Einflüssen außen schützen. Er muss auf der anderen Seite hier offenbar eine Flüssigkeit mit sich mehr rumtragen, damit er überhaupt beweglich ist. Und rechts unten in dem Bild, das könnte zum Beispiel ja, eine Röntgenaufnahme von diesem Raumfahrer sein. Es muss es nicht. Ich habe es als das Geiseltierchen seiner Zeit benannt, weil es so ähnlich aussieht. Das nur zu diesem Bild aus Ägypten. Ein Bild aus Ägypten nun im Vergleich zu den Bildern der Sumerer. Auch die Sumerer haben solche Aufnahmen von Außerirdischen. Die werden von den meisten diesbezüglichen Forschern übersehen. Das ist also jetzt hier, wenn man sich das anschaut und den Kopf genau anschaut oben. Sieht ja im Prinzip auch aus wie eine Art Haube mit einem Guckloch. Es könnte also durchaus dasselbe Prinzip sein, dass man hier etwas im Inneren auffüllt mit Flüssigkeit oder mit sonstigen Lösungen, um praktisch mobil zu sein. Ja, und dann gibt es hier eine der interessantesten Aufnahmen für mich links oben. Sie stammt aus einer Höhle in Saudi-Arabien und zeigt uns wahrscheinlich das Abbild dieser Person, die wir als Eva bezeichnen. Sie taucht bei den Ägyptern ebenfalls auf, allerdings dann von einer Priesterin praktisch, wie ihr im mittleren Bild sehen könnt, dargestellt. Und das habe ich euch nochmals ganz kurz herauskopiert hier. Das ist also im Grunde genommen auf der ganz rechts unten das kleine Bildchen. Das wäre also praktisch die Vergrößerung. Und man sieht, sie trägt auf dem Kopf eine Art kleine Haube und auf dieser Haube nochmals so eine Art Pagodendächlein oder so irgendetwas. Und wenn man jetzt auf der anderen Seite schaut, oben, dann sieht man es auch. Nur ein Unterschied ist hier: dieser Kopf hat einen ganz anderen Mund. Er sieht aus wie der eines Vogels oder einem Vogel ähnlich. Es würde mich also nicht wundern, wenn zwischen der Eva eines Michelangelo oder Leonardo da Vinci oder wer auch immer und der Realität doch ein großer Unterschied besteht. Diese Aufnahme, die ihr links oben seht, stammt aus einer Höhle, die mit den einzelnen Ausstattungen gemessen wurde, zum Beispiel das Alter ist dort gemessen worden, man kam auf 75.000 Jahre. Da hat man dann gesagt gehabt im britischen Museum, nein, das kann nie sein, unsere Geräte haben sich hier in irgendeiner Weise geirrt und haben einen Kommafehler angenommen und so ist dann ist diese Aufnahme dann zu einem Bild geworden, das 7.500 Jahre alt ist. Tja, und da sehen Sie nochmals solche Raumfahrzeuge, diesem wieder bei den Sumerern, hier offenbar eine Startrampe, ein Gebäude mit so merkwürdigen Spitzen. Und oben sieht man ja dann dieses Fluggerät, mit dem es dann losgeht. Und das Gleiche nochmals in einer ganz, ganz anderen Version. Nochmals, hier praktisch rechts oben. Beide sind, auch wenn sie von den Formen nicht ganz identisch sind, dürften aber dasselbe Antriebsprinzip beinhalten. Man lädt mit irgendeiner Maßnahme lädt man praktisch dieses Raumgefährt mit sehr, sehr viel Energie auf und schickt es dann los.